Wir begleiten Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle und Prozesse in die digitale Welt zu überführen. Gemeinsam mit unseren Kunden schaffen wir einen signifikanten Wettbewerbsvorteil hinsichtlich Kosten und Ertrag. Dieses Versprechen untermauern wir mit unserer IT-Leadership, Innovationskraft und Kundennähe. Gut, grüezi miteinander und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom heutigen BITalk Breakfast. Mein Name ist Stefan Ottiger, ich bin Projektleiter bei der BITalk seit 5 Jahren. Und ich führe Sie jetzt durch die zweite Halbzeit vom letzten BITalk Breakfast. Kurz, was wir machen und wer wir sind. Also nicht BITalk nochmal vorstellen, aber das Projektleiterteam, was machen wir bei uns? Wir tun stark unterscheiden zwischen Standardprojekt und Individualprojekt. Also wenn braucht es den Projektleiter? Das ist eigentlich mehr die Quintfrage daraus heraus. Standardprojekte sind bei uns so aufgebaut, dass sie hochstandardisiert sind und unsere System Engineers können selbstständig Projekte durchführen, ohne Intervention von einem Projektleiter. Also sei es Austausch von der neuesten Cisco Next Generation Firewall oder Citrix-Infrastruktur einführen bei ihnen. Der Individualprojektleiter kommt dann zum Zug, oder bei Individualprojekt kommt der Projektleiter zum Zug, wenn es darum geht, eben Sachen im ganzen Kontext anzuschauen. Also wenn wir Outsourcing-Projekte miteinander haben, oder wenn es mehrere Themen sind, die ineinander rein vermischt werden, die nicht mehr durch ein System-Ingenieur gemacht werden oder zwei System-Ingenieurs, helfen wir als Projektleiter damit. Ich habe 3 Zahlen mitgenommen zum Einstieg. Wir sehen, im 2017 haben wir 31 Individualprojekte machen. Das ist vom Outsourcing-Projekt über komplexe Telefonieprojekte, zu Cloud, zu Multiplattformen, alles dabei gewesen, ServiceNow-Einführungen, ITSM-Tool. Im 2018 haben wir auch festgestellt, dass sehr, sehr viel Nachfrage gesehen. Outsourcing ist gewachsen, ITSM-Projekte sind gewachsen. Das hat sich natürlich auch bei unseren Zahlen auch wieder gespiegelt. Wir sind auf 61 Projekte. Im 2018 und jetzt im 2019 mit den ersten 3 Monaten unterwegs sind wir bereits bei 41 Projekten. Das klingt jetzt wahnsinnig hoch jetzt gerade für die ersten 3 Monate. Bei uns gehen Projekte nicht alle im Dezember zu. Darum gibt es gewisse Projekte, die natürlich dann über den Dezember rausgehen. Also wir haben gewisse Projekte bereits schon wieder abschließen und die nächsten Projekte können starten. Als Projektleiter habe ich natürlich bezogen, wie es der Philipp Ziegler auch gesagt hat am Anfang, mit sehr, sehr unterschiedlichen Themen drin. All das, was der Philipp gesagt hat, bestätigt sich auch, was bei uns im Projektleiterteam schlussendlich auch ankommt oder bei uns bei der BITalk. Wir haben steigende Nachfrage nach Mobilität und Multiplattform. Macht es nicht immer ganz einfach, zwischen iOS und Microsoft und Android auch dort können zu unterscheiden und alles können abzudecken. Cloud ist ein omnipräsentes Thema. Hat man jetzt den Mail-Server virtualisieren, diese Daten rausziehen in die Cloud raus oder darüber hinein telefonieren. IT-Outsourcing und Outtasking, das sind einige Projekte darunter, die ich intensiv begleitet habe, wo ich auch dann aus meinem Nähkästchen ein bisschen plaudern darf, wie es der Roland Marti auch vorher formuliert hat. So wie auch IT-Service-Management, IT-Plattform-Infrastructure, sowie auch Telefonie-Projekte durchgeführt haben. Der Roland Marti ist vor einigen Wochen auf mich zugekommen und hat gesagt, Stefan, würdest du bereit sein, so aus deinem Nähkästchen raus zu plaudern, wenn es um ein IT-Projekt erfolgreich durchführen geht? Und dann habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, bin ich sofort dabei. Ich hatte ein klassisches leeres Blatt mal einen Tag bei mir und habe mir 100 Gedanken aufgeschrieben, wo ich das Gefühl hatte, das ist von meiner Perspektive aus, dass IT-Projekte erfolgreich sind, welche Faktoren gehören da alle dazu. Dann habe ich mir die Kernfrage stellen, wann ist denn das IT-Projekt erfolgreich? Ist das IT-Projekt erfolgreich, dann will ich als Projektleiter das Gefühl habe, ich habe es zur richtigen Zeit, innerhalb der Kosten, zur richtigen Qualität abgeliefert. Hat er mir gegenüber auch das Gefühl, dass das Projekt erfolgreich ist? An diesem Zeitpunkt habe ich nicht mehr auf mein Papier aufgeschrieben. Ich habe das Gefühl gehabt, das muss jetzt einfach schnell kurz, vielleicht ein paar Tage schnell ruben. Ist dann auch der Fall gewesen und ich habe am Wochenende, wie es der Zufall will, habe ich eine Dokumentationsreihe gesehen über den guten Herr, da, den ich eingeblendet habe. Wer erkennt ihn? Ist der Christopher Columbus. Als ich die Reportage über ihn gesehen habe, respektive die Dokumentationsreihe, ist mir Erfolg und Misserfolg oftmals sehr, sehr nahe ins Zentrum gerutscht. Einfach die 2 Begriffe. Weil grundsätzlich, wenn man sich mal überlegt, er hatte ja das Ziel gehabt, also er ist 1492 aufgebrochen im August, mit dem Ziel,
Asien können zu erreichen über den Westweg. Und seine Lieferobjekte, die er auftreibt bekommt, sind Gold, Silber, Seide und Gewürz gewesen. Ich glaube, wir sind alle aus der Schulzeit nachher oder so. Hat es geschafft oder hat es nicht geschafft? Ist er wegen dem erfolgreich gewesen oder nicht erfolgreich gewesen? Also aus Projektleitungssicht aus würde man sagen, Ziel nicht erreicht. Also er hat Asien nicht entdeckt. Er hat zwar Land entdeckt. Den Weg hat er auf sich genommen, um die Güter auf Europa zu bringen. Er hat Güter mitgenommen, sind aber nicht Gold, Seide, Silber und Gewürz gewesen, sondern sind andere Materialien gewesen, die er mitgenommen hat. Und wenn man sich jetzt uns überlegt, so 600 Jahre fast danach, so eine Rösti ohne Herdöpfel macht ja schon wenig Sinn. Ja. Und gleichzeitig muss ich sagen, okay, gut, er hat zwar nicht auf den gleichen Punkt oder so, oder auf den gewünschten Punkt den Erfolg eigentlich gebracht, aber er hat Value generiert. Ja. Die zwei Themen habe ich jetzt gegenübergestellt. Grundsätzlich geht es darum, wenn ich als Projektleiter unterwegs bin oder weg bin, dann gibt es das magische Dreieck. Oder in den Lehrbüchern heisst es meistens das Teufelsdreieck. Ich habe innerhalb von meinem Projekt bin ich unterwegs mit diesen drei klassischen Punkten. Ich muss schauen, dass wir die Qualität einhalten können, die gefordert ist im Projekt. Ich habe den Faktor Zeit, der sehr eine grosse Rolle spielt, sowie auch, ich habe natürlich auch Kosten. Das heisst, der Rahmen ist gesteckt. Ich habe ein gewisses Handlungspotenzial dort und kann das einteilen, kann das steuern, planen, kontrollieren. Das sind meine Leitplanken, die ich innerhalb des Projekts habe. Ich selten das Projekt nicht unbedingt von A bis Z definieren, sondern es wird mir meistens auch definiert. Also klassisch, der Auftraggeber gibt den Auftrag und sagt, genau das machen wir. Ich habe dann nachher über den Einsatz von Technologie, über Methodik, über Zeitplan und über Budget kann ich sehr, sehr frei einteilen. Ich habe Leitplanken und gewisse Sachen, die ich unbedingt einhalten muss. Das kann ich nicht ganz, ganz frei machen. Also ich habe auch gewisse Regeln, die ich dem einhalten muss. Aber darum, schlussendlich geht es eigentlich immer um den Faktor Mensch, der in der Mitte steht. Also sprich, die Personen, die schlussendlich mit dem Output und mit dem Outcome aus dem Projekt oder aus dem Projekt heraus arbeiten. Und da gibt es eigentlich eine zweiseitige Wirkung. Einerseits ist mal der Projektleiter, ich aus dem Projekt heraus, wo ich sehr viele Sachen kann steuern und Einfluss nehmen kann, ob das mit Kommunikation, mit Technologie, mit Beratung auch ist, den Kunden können abzahlen. Und auf dieser Seite habe ich natürlich auch vom Auftraggeber eine gewisse Wirkung. Unternehmenskultur zum Beispiel, Führen von Mitarbeitern. Wie bereite ich Mitarbeiter auf Veränderungen vor? Meistens ist es nur ein Projekt, aber man hat eine ganze Roadmap von Projekten, oder, wo der Auftraggeber eigentlich im Sinn hat. Zudem habe ich zum Zeitpunkt von dem einen Projekt nicht zu allen Berührung. Und trotzdem haben wir die unterschiedlichen Faktoren, die dann schlussendlich dann den gewünschten Value erzielen von den Mitarbeitern. Sie können sich vorstellen, das beste Projekt nützt nichts, wenn wir eine VIP-Person drin haben, die einfach das Gefühl hat, ja, ich bin eigentlich nicht so ganz happy, wir haben das Ziel nicht so ganz erreicht. 99 davon können es bestätigen und sagen, ich bin happy und es ist gut. Aber genau die eine Person zwischendrin kann dann auch den Erfolg auch dann schlussendlich beisteuern, indem wie wird das Projekt dann wahrgenommen. Innerhalb von meinem Dreieck habe ich kritische Erfolgsfaktoren. Ich muss adäquat Methodik können zur Verfügung stellen, Visibilität im Projekt auch können, zu geben. Sprich, wenn ich ein Softwareprojekt habe, muss ich vielleicht eine andere Projektmethodik anwenden, weil ich auch mit ganz anderen Leuten auch zu tun habe. Bei Infrastrukturprojekten nochmal noch anders. Und da gibt es kein Geheimrezept dabei, das ich Ihnen jetzt mitgeben könnte und sagen, irgendwie, nehmen Sie Scrum oder nehmen Sie Hermes oder nehmen Sie Lean oder was auch immer. Es ist schlussendlich sehr, sehr viel ein Mix aus beiden Kombinationen daraus heraus. Kostenumfang und Zeitrahmen sind bindend im Projekt. Also ich kann mich nicht über gewisse Sachen hinwegsetzen, ist auch überhaupt nicht das Ziel. Organisation und Flexibilität ist sehr, sehr stark gefordert. Wir sehen, dass heute sehr viele Sachen agil unterwegs sind, sehr, sehr viele Sachen kurzfristig erkannt werden und auch kurzfristig muss darauf reagiert werden. Und da haben wir als BitTalk auch sehr gute Größe mit so sehr guten Erfahrungsschatz von Technikern und Engineers, wo wir auch kurzfristig auch Sachen können aufholen und gewisse Flexibilität natürlich auch an den Tag legen können. Know-how und Erfahrung ist sehr, sehr wichtig. Der Philipp Ziegler hat es gesagt. Wir haben, ob das jetzt Multi-Cloud-Plattformen sind oder Hybrid-Cloud-Plattformen, wir müssen verstehen, wie die Systeme funktionieren, damit wir sie optimal auch zusammenhängen können. Das ist extrem wichtig innerhalb des Projekts. Aber es sind nicht die
sind die einzelnen Faktoren, die jetzt ausschließlich dafür zählen, ob das Projekt jetzt erfolgreich ist oder ob es nicht erfolgreich ist. Wenn man an die Schnittmenge vorher denkt, wo die Personen drin waren zwischen dem Projekt und dem Auftraggeber, haben wir vor allem sehr viele Einflussfaktoren, wo es nicht allein ums Projekt geht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle vom Gleichen reden, vom gemeinsamen Verständnis. Begrifflichkeiten in der Digitalisierung sind damit nicht so ganz so einfach. Oder wenn wir jetzt nicht nur Digitalisierung hineinnehmen, sondern auch die Technologien, die wir auf dem Markt haben. Begriffe sind zum Teil vieldeutig. Digitale Transformation kann jeder selber interpretieren, schlussendlich. Ob das vom PDF geht, wo man jetzt die Rechnung als PDF im E-Mail verschickt, oder ob es um den ganzen digitalisierten Prozess geht. Der Faktor Mensch ist schlussendlich entscheidend. Der Faktor Mensch bestimmt im Projekt drin, wie es läuft, also die Projektzusammenarbeit, sowie auch nachher, wenn das Projekt fertig ist und die Betriebe übergeht, wie das Ergebnis schlussendlich oder das Tun dann nachher schlussendlich wirkt. Und ganz, ganz grosser Faktor ist Kommunikation, die man während dieser Zeit und dann nach dem Projekt im Betrieb schlussendlich zu unseren Mitarbeitern oder zum Produktempfänger schlussendlich auch tragen. Auf diese drei Themen möchte ich gerne darauf eingehen, in den nächsten 30 Minuten. Und als erstes möchte ich das gemeinsame Verständnis ein bisschen in den Vordergrund rücken. Es ist ein Klassiker, das Beispiel. Ich glaube, jeder hat das schon mal in irgendeiner Form gesehen. Das ist das typische Bild, wie es der Kunde erklären kann, wie es der Projektleiter verstanden hat und wie es der Designer gebaut hat. Und zwischendrin haben wir immer Kommunikationsschnittstellen. Das heisst, wir haben immer den Faktor Mensch, der auch hier ein bisschen reinkommt. Das heisst, wie etwas kann erklärt werden, man kennt noch vielleicht, ich kenne es noch, im Kindergarten ist das typische Beispiel gewesen, eigentlich, wir sind alle in einem Kreis gewesen, der erste hat etwas ins Ohr geflüstert, dann haben wir geschaut, was auf dieser Seite ankommt. Hart gesagt ist es auch in der digitalen Welt nicht immer ganz so einfach, weil Begriffe aber unterschiedlich auch gedeutet werden können. Macht es immer spannend, schlussendlich müssen wir uns immer bewusst sein, oder so, dass wir immer vom Gleichen reden. Das heisst, das gemeinsame Verständnis ist extrem wichtig und vor allem auch in der Initialisierungsphase drin. Und man soll sich die Zeit und die Mühe auch mal schnell kurz rausnehmen, um wirklich auch mal einen Begriff selber mal im Projektteam einmal wiederzugeben, darüber diskutieren, wie hat man es jetzt verstanden. Erklär es mir bitte mal einmal, was bei dir angekommen ist. Und man probiert immer so auf einen gewissen Fachjargon oben zu reden und zu handeln, dass man ja, manchmal möglichst schlau tönt. Aber sagt jetzt mal, die einfache Sprache bricht es nachher dann schlussendlich dann eigentlich auf. Also, man redet nicht von One-Number und UCC-Telefonierung oder so etwas, sondern man sagt, ich will können telefonieren, ich will können Chat-Nachrichten schicken, ich will Präsenzstatus können haben. Das ist ganz eine andere Kommunikationssprache, als dass man irgendwann nur den technischen Big-Begriff oder so irgendwie oft mal in den Raum schmeißt, wo man unterschiedlich interpretieren könnte. Ich nehme ein kleines Praxisbeispiel mit, weil es soll nicht nur theoretisch bleiben. Oder? Ich habe den Auftrag bekommen, einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also von dem her gesehen, nehme ich da ein Praxisbeispiel mal mit. In diesem Case ist es um ein Telefonieprojekt gegangen. Telefonie, ich glaube, jeder ist von uns, wir müssen Swisscom All IP irgendwann Ort durch ein bisschen brennt von diesem Thema. Wir müssen handeln, wir müssen unsere Telefonie modernisieren. Da war ebenfalls der Punkt gesehen, wir hatten eine grössere Unternehmung gehabt. Es hat ein umfassendes Vorprojekt gehabt, das ist ungefähr etwa 2 Jahre hat das gedauert gehabt. Man hat unterschiedliche Provider angefragt gehabt, unterschiedliche Lösungen angeschaut gehabt. Es war sehr detailliert teilweise so unterwegs gewesen. Mehrere Varianten hat man drin gehabt, die technisch überhaupt völlig eigenständig sind. Man hat im Verlauf dieser Zeit oft mal Anforderungen gehabt, die dazugekommen sind, die irgendwie auch niemand dokumentiert hat, dass man das gerne möchte. Und zum Teil haben wir auch überholte Use Cases gehabt, also Anforderungen drin gesehen, die eigentlich mittlerweile schon längstens gar nicht mehr im Denken von Mitarbeitern eigentlich entsprochen gehabt. Natürlich, last but not least, man hatte einen Projekte-Fahrplan, einen Projekte-Roadmap. Der Projektabschluss war eigentlich fixiert. Man hatte am liebsten das gestern schon gehabt, als erst morgen. Wie haben wir es gelöst? Wir haben in diesem Fall bei der Initialisierungsphase noch mal darüber müssen diskutieren, ob der Weg, den wir eigentlich einschlägt im Projekt, auch wirklich zielführend ist. Wir hatten Technologien drin, wo wir das Gefühl hatten, je mehr wir darüber diskutiert haben, haben wir es auch ein bisschen in Frage gestellt, wo wir gesagt haben, lohnt sich das eigentlich wirklich noch? Wie gehen wir um mit Fax? Wie gehen wir um mit Fertigungshallen, wo wir noch Deckinfrastruktur haben und? Währenddem, dass nebendran eine grosse Antenne gebaut worden ist von der Sunrise, Swisscom, wem auch immer.
Und dann haben wir gemerkt, dass eigentlich sind wir mit Smartphones ja eigentlich ziemlich gut unterwegs. Wieso sollen wir eigentlich noch einen grossen Betrag investieren in eine Technologie, die wir eigentlich damals schon nicht gut gefunden haben, aber wir müssten es eigentlich quasi machen, weil der Mitarbeiter sich daran gewöhnt hat. Wir müssen die Strategie ein bisschen überdenken und wir müssen Ziel innerhalb des Projekts ein bisschen neu definieren. Wir haben sie nicht komplett neu definiert, aber wir haben sie gewissermaßen anpassen können, indem wir gesagt haben, den Umgang mit diesen Technologien haben wir noch einmal hinterfragen. Daraus haben sich noch neue Möglichkeiten entwickelt. Wir mussten das natürlich auf den Zeitplan adaptieren. Wir mussten eine gewisse Priorisierung auch festlegen. Und wir haben dann auch festgestellt, dass gewisse Einheiten ein bisschen unterschätzt waren. Also, ob das jetzt in der Softwareverteilung war oder in der Schulung der Mitarbeiter, dann oft mal Lücken aufgegangen sind, die man eigentlich vorher gar nicht gesehen hatte. Dort haben wir kurzfristig auch intervenieren und schauen, dass wir das fixen können. Also sprich, wir konnten zusätzlich Leute stellen für die Softwareverteilung, sowie auch zusätzlich Leute können im französischen Bereich für Key-User-Schulung einsetzen. Und was ganz wichtig ist in diesem Projekt drinnen, wir haben ein kleines Projektteam gehabt, wir haben nicht ein grosses Projektteam zur Verfügung gehabt. Und gleichzeitig haben wir schauen, dass diejenigen, die mitarbeiten, ein höheres Mass eigentlich an Eigenverantwortung mitbekommen haben. Das heisst, nicht arbeiten, bis der Team, wo man befohlen worden ist, und dann hört es eigentlich gerade auf, sondern wirklich kollektiv können mitdenken, Inputs können mit hineingeben, Einsichten oder Ansichten auch können zu teilen und dass wir die gemeinsam können diskutieren und noch schlussendlich auch dann können definieren, wo man sagt, das ist der beste Weg, wie wir es angehen können. Es hat sehr, sehr viel Positives bei sich gehabt, weil ich habe in diesen Projekten oder in sehr vielen Projekten habe ich nicht nur mit einer reinen Projektorganisation mit BITOG mitarbeiten zu tun. Der Kunde ist Teil dieses Projekts. Es gibt kein Projekt, ohne den Kunden mit hineinzunehmen. Habe ich Mitarbeiter bekommen, die ich auch in dieser Zeit führen konnte, die komplett aufgeblüht sind in ihrer Rolle drinnen. Hat auch sehr, sehr Positives dazu beigetragen, weil auch wenn ein Mitarbeiter positiv zum anderen Mitarbeiter geht und ihn geht schulen, gibt das eine gewisse Effizienz und eine gewisse Sicherheit, die es natürlich auch ausstrahlt. Das Telefonie-Projekt ist nur ein Beispiel. Ich bediene mich hier an einer Matinee-Folie, die wir vor ein paar Jahren schon ausgestrahlt haben. Wir dürfen nicht ganz vergessen, in dieser ganzen agilen Welt, in der wir heute leben, mit ganz, ganz vielen Themen, die uns in der IT sowie auch vom Business beschäftigen, nie den Faktor Mensch außer Acht zu lassen. Der Faktor Mensch ist derjenige, der das Projekt entgegennimmt, der damit klarkommen muss, ob das emotionale Themen sind, wie vom Tischapparat wechseln zum Headset oder vom PC klassisch oder so etwas zum Multitablet, wo man jetzt über den Finger bedienen kann und, und. Es hat immer Veränderungen auf den Mitarbeiter zu folgen. Und man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weil auch hier 70% von allen Veränderungsinitiativen können scheitern, weil man den Faktor Mensch zu wenig berücksichtigt. Und der Faktor Mensch ist das zweite Thema, wo ich gerne darauf eingehen möchte. Ich glaube, jeder kennt es. Wenn man im Projekt unterwegs ist oder mit einem Team unterwegs ist, man hat die unterschiedlichen Einstellungen. Man hat Einstellungen, wo man zum Teil verbal kommunizieren, zum Teil nonverbal auch kommunizieren. Und jeder von uns ist unterschiedlich im Projekt unterwegs. Wenn es Hauruck-Übungen sind, die nicht anders gehen, also Big Bang-Umstellungen, oder, habe ich auch als Projektleiter irgendwann mal einen gewissen Respekt, und ich dann sage, so, hoffentlich kommt das gut. Es gibt gewisse Sachen, die einfach vom Business her nicht anders gehen. Also, wenn ein Kunde von uns 3 Firmen im Ausland zur gleichen Zeit einkauft und dann einfach weiss, am Wochenende ist Firmenübergabe, dann wird die Papier ausgehändigt, allem drum und dran, und dann müssen wir einfach für 150 Mitarbeiter eine neue IT haben. Da gibt es auch mal den Moment, das Projekt, wo wir sagen, wir haben alles vorbereitet, es ist alles da, auch wir sind vorbereitet auf das, wo wir nicht vorbereitet sind. Aber auch dann gibt es einen Moment, oder so, wo man sagt, hoffentlich kommt das gut. Und man bleibt einfach dran, bis es einfach funktioniert. Und das bestätigt uns dann schlussendlich im Credo auch immer wieder. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch Leute, die sehr, sagt jetzt mal, top motiviert dran gehen, teilweise schon übereifrig oder so, wo meistens auch das Ziel könnte rausschießen, mit allen Ideen, die dann sprudeln auf einen ist, oder? Und auf dieser Seite habe ich natürlich dann auch unter Umständen dann auch Kontakt mit Mitarbeitern, wo ich dann innen muss motivieren, dann dazu, dass wir in die gleiche Richtung dort arbeiten. Das kennt man. Das menschelt überall, wie man so schön sagt. Ich werde da zwei Betrachtungen näher ins Zentrum rücken. Die eine Seite ist die interne Betrachtung, auf ein Projektteam, was geht in einem Projektteam in so einer heissen Phase, sage ich jetzt mal eins vor. Und wenn es in die Einführungsphase übergeht, was wirkt auf den Mitarbeiter? Also die zwei Perspektiven zum Faktor Mensch.
Auf der Zeitachse und auf der Leistungsachse wissen wir vom Projektstart bis Projektziel im Idealfall ist straightforward. Gerade Linie durch. Wir haben Risikomanagement dabei, wir können Risiken einkalkulieren, Eintrittswahrscheinlichkeiten etc. Wir haben einen Terminplan, wir haben die Leistungen beurteilt, dort funktioniert alles wunderbar. Der grösste Teil des Projekts geht so durch. Nicht jedes Projekt läuft in die Ideallinie. Es gibt manchmal Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, die oft mal zum Zuge kommen. Und das ist die orange Linie, die durchaus mal eins passieren kann. Man kann starten in einer Projekteuphorie, wo man eine gute Idee hat und einfach genau weiss, ja, es ist eigentlich, funktioniert genau so. Man kommt in der Realität an, wo man oft mal merkt, man muss gewisse Sachen auch ein anders bauen, weil es ist überholt. Das kann gut möglich sein. Und da gibt es auch manchmal noch einen Punkt oder so, wo man ein bisschen Kraft verliert. Das Tal der Tränen. Ja. Und da gibt es so einen magischen Moment. Entweder man schafft ihn oder man schafft ihn nicht. Es gibt gute Gründe, manchmal, wo man es auch loslassen kann, wo man sagt, es haben sich ganz neue Möglichkeiten aufgetan. An dem Zeitpunkt sollen wir jetzt eigentlich stoppen mit dem Projekt, weil wir haben eine Value generiert, die man eigentlich so gar nicht gedacht hätte. Also lieber noch schnell kurz Stopp, 3 Schritte zurück, nochmal schnell überdenken, neu ausrichten und nochmal loslegen. Das ist kein Beibruch. Überhaupt nicht. Wir sind alle immer so ein bisschen der Perfektion oder Perfektionierung drin, wo man einfach sagt, das, was wir bekommen, müssen wir kauen und gestochen, wie man so schön sagt, irgendwie fertig bringen. Aber eine gesunde Beurteilung im ganzen Rahmen drin ist unbedingt sehr, sehr wichtig. Wenn wir den Turnaround geschafft haben, ist es meistens mit dem Kraftakt verbunden. Also wir müssen nochmal extra Tätigkeiten machen, extra Motivation, um das Projektziel auch zu erreichen. Wie ich gesagt habe, es kann mal vorkommen oder so etwas, dass man auch mal eigentlich selber so in einer Phase drin ist und wie man auch wieder rauskommt. Ich gehe ein bisschen ins Detail darauf ein, anhand von einem Praxisbeispiel, das ich gerne mitnehmen möchte. Wir haben eine komplette Erneuerung gemacht von einer ganzen IT-Infrastruktur bei einem Kunden. Das war eine business-treibende Ausschreibung, wo man gesagt hat, man löst sich vom alten IT-Partner. Man muss alles neu machen, alles auf Stichtag. Über Laptop, über Netzwerk, über Server, über die Applikationen etc. Eine Hau-Ruck-Übung. Ja. Man hat alles neu gemacht, man hat genau ein Big Bang zur Verfügung gehabt, weil alles halt so komplex war. Man hat alles parallel aufgebaut und zum Zeitpunkt X dann wirklich halt migriert. Ja. Da kann es mal sein, wenn man alles neu gebaut hat, dass es irgendwann Ort mal ein bisschen klemmt. Eine Tür, die irgendwann Ort noch giebscht oder nicht richtig zugeht oder so, wo man einfach noch fixen muss. Die Ursache oder so, jetzt hier in diesem Beispiel, oder so, ist schlussendlich wirklich einfach so ein Konstellationsproblem gewesen, die Summen allen Übels, wenn man es manchmal so nimmt. Ja. Die Veränderungskurve, die der Mensch durchmacht während dieser Zeit, ist eigentlich folgendermaßen. Wir haben eigentlich 3 Phasen von der Verneinung zum Widerstand bis hin zur Anpassung, wo man sagt, so, extra Meile geht, schaffen wir. In unserem Beispiel ist es so gewesen, dass wir eigentlich eingeführt haben, wir haben alles umgestellt und dann sind verzögert Problemmeldungen gekommen. Dann Problemmeldungen sind wir nachgegangen, haben wir fixen etc. Zuversichtliche Lösungsansätze auch dort drin gehabt. Wir haben von allen Fehlern, die gemeldet worden sind in den ersten Wochen, man kann sich überlegen, das sind alles Fehler gewesen. Der Drucker zieht noch das Papier aus dem alten Schacht. Man hat irgendwann nur noch den falschen Netzwerkzugriff. Alles Sachen, die man einfach fixen muss, wo man dranbleiben muss, aber entsprechend sehr, sehr gut können abarbeiten können. Man hat all die Probleme eigentlich durch. Wir haben einen kleinen Prozentsatz von Benutzern, die gesagt haben, irgendetwas klemmt, es geht langsam. Oder irgendwo habe ich noch einen Disconnect. Aber er taucht nicht jedes Mal gleichzeitig auf, sondern taucht variabel auf. Das sind so die Probleme, die man selten richtig zu der Hand nehmen kann. Wir hatten erneute Problemfälle. Wir hatten auch Zeitachsen, darf man nicht ganz vergessen, auch da ein bisschen, oder? Das heisst, wir haben innerhalb von einem Monat festgestellt, wir haben noch so Probleme, die finden wir nicht so schnell raus. Die haben noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen. Da braucht es noch ein bisschen mehr Öl dort und noch ein bisschen Schräubchen dort, wo man drehen kann. Aber irgendwann ist auch so ein bisschen, man hat irgendwann nicht mehr so viel Zeit. Kennen wir vielleicht alle auch in den IT-Projekten drin. Es muss schnell, jetzt muss es schnell gehen. Wir haben dann festgestellt, es gibt 2-3 Komponenten, die wir austauschen konnten, die wir dann nachher schlussendlich das Ganze ein bisschen mehr zum Fliegen gebracht haben. Also ein bisschen mehr ist dann nachher, wir den letzten Prozentsatz von Fehlern noch rausgebracht. Und ab dem Zeitpunkt haben wir wieder einen Aufwärtstrend bekommen.
wo wir gemerkt haben, so, jetzt sind eigentlich die Probleme, die sind alle angegangen. Es gibt noch Nebengeräusche und Nebenschauplätze, aber die sind nicht mehr so als markant essentiell gewertet worden. Und entsprechend haben wir nachher das Projekt auf Grün geschafft und schlussendlich können abschließen und einführen. Und da drinnen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man sich mal so einer Phase begibt oder so, es läuft nicht perfekt, braucht es Commitment von beiden Seiten. Wir sind sehr, sehr froh gewesen, dass unsere Gesamtlösung nicht komplett irgendwann nur dahinter froh gewesen. Weil schlussendlich im bildlichen Sinn gesprochen, hat man das ganze Haus neu gebaut gehabt, mit allem Innenleben, alles drum und dran. Und man hat sich eigentlich dann auch gestört, wieso dass die Türen vielleicht nicht ganz richtig zugegangen ist. Und jeder kennt, Türen oder so etwas kann auch irgendwie mal etwas so ein bisschen essentiell sein. Und wir haben dann einfach Türen austauschen gehabt und dann haben wir es gar nicht geschafft. Und es braucht Commitment in dieser, ich sage jetzt mal ein bisschen, dieser Extrameile und in diesem Krafttraktor von beiden Seiten. Oder? Einerseits das Vertrauen in uns, wo man auch sagt, man tut die ganze Lösung nicht hinterfragen, weil die Lösung ist gut, die Lösung ist als gut empfunden worden. Und gleichzeitig haben wir uns auch die Möglichkeit gehabt, dass wir mit voller Energie noch mal eins daran hingehen können und das Ganze noch eins auf grünen Kurs bringen. Kleiner Motivationsslogan, wenn man wirklich mal das Gefühl hat, man ist im Tal der Tränen und man kommt nicht mehr raus. Erinnern Sie sich bitte auch daran, das Flugzeug hebt gegen den Wind ab und nicht mit dem Wind. Geht auch jedes Mal wieder Auftrieb. Wenn man solche Situationen gemeistert hat, geht man auch gestärkt aus diesen Situationen raus. Also dranbleiben, haben Sie dabei. Ich habe den einen Faktor genannt im Projektteam drinnen, den Faktor Mensch im Projektteam, in der Projektcrew. Aber wir haben natürlich auch den Faktor Mensch, der schlussendlich Empfänger ist von unseren Lösungen. Oder auch dann vom Vorhaben, vom Auftraggeber. Und entsprechend ist es auch da wichtig, oder, dass man eigentlich nicht nur die Spitze vom Eisberg auch sieht, sondern das auch ein bisschen darunter. Und das sind unterschiedliche Aspekte, die da zum Zug kommen. Wir denken vielfach, der Mensch hat eine Funktion, der hat eine Rolle, der hat eine Aufgabe im Unternehmen drinnen. Ja. Tagtäglich in der Pflichterfüllung. Wir haben aber auch informelle Aspekte, die dort drin kommen. Das heisst, die innere Einstellung von einem Mitarbeiter zu einem Vorhaben. Sympathie oder Antipathie. Da treffe ich manchmal auch ein bisschen Welten aufeinander. Vom Mac-User zum Windows-User, vom iOS zum Android. Ist alles ein bisschen ein emotionales Thema. Vom Tischapparat, wo ich auf den Tisch aufhauen kann, oder so, wenn mir irgendetwas nicht passt, wenn man oft mal ein Headset hat, wird es ein bisschen schwierig. Stressball nützt übrigens dort auch sehr, sehr gut. Aber man muss einfach so Faktoren einfach mit einkalkulieren, halt in diesen Projekten auch drin. Und spätestens in der Einführungsphase komme ich nämlich genauso zu einem Punkt hin, wo dann unweigerlich alle Mitarbeiter mit den Produkten zu tun haben und mit diesen Lösungen. Und dann kommt die grosse Vielfalt vom Mensch kommt zurück. Ich habe hier ein kleines Beispiel, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Wir haben auch hier Neubau gemacht von der Infrastruktur. Wir haben neue Mobilgeräte eingeführt. Der Kunde hat auch gesagt, lass uns auch die Smartphones alle austauschen. Alles iPhone von mir aus, alles Tablets, keiner soll bevorteilt oder benachteiligt werden oder so. Es gibt das Gerät für jedermann, von der Sekretärin bis hin zum Aussendienstmitarbeiter. Wir haben alle das gleiche Gerät und wir führen auch gleichzeitig neue Arbeitstools einführen. Ich habe noch ein kleines Video vorbereitet, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Es widerspielt nicht eins zu eins, darf sagen, es ist kein Gerät zu Schaden gekommen in dem Praxisfall, den wir hier haben. Aber das Video tüpft ein bisschen. Film ab, viel Spass. Auch hier wieder einmal zum Unterstreichen, wir haben kein Notebook kaputt gemacht. Der Mitarbeiter hat auch kein Notebook wirklich defekt gemacht. Wir haben zum Glück ein Gerät ausgesucht, wo die Tastatur sehr einfach drauf gegangen ist.
Nein, grundsätzlich, es widerspiegelt ein bisschen, dass man es nicht als selbstverständlich erwarten kann, dass man mit neuen Technologien und mit neuen Medien einfach so per se umgehen kann. Es braucht eine gewisse Zeit, bis wir alle ein bisschen in dieser Veränderung drinnen nachkommen. Und auch da ist, man hat eine gewisse Erwartungshaltung gehabt, der Mitarbeiter, und gesagt, wir sind ja eigentlich junge Leute und wir sind da topmodern unterwegs, wir bringen doch jetzt mal die Mittel und ab Tag 1 ist jeder digital unterwegs. Es sind alle digital unterwegs, aber Tag 1 ist jeder unterschiedlich unterwegs gewesen, das werde ich damit sagen. Es gibt auch ein Modell, das haben wir nicht selber entwickelt gehabt, aber es tüpft sehr, sehr genau. Schlussendlich ist, wenn ich mit Veränderungen zu tun habe oder so etwas, merkt man manchmal auch ein gewisses Mass ein bisschen an Widerstand. Das äußert jeder ein bisschen individuell von uns. Ich kann am liebsten im Projekt, wenn es ab Tag 1 heisst, es funktioniert nicht, das ist ein Seich. Das kann mal passieren. Irgendwie schlecht aufgestanden, irgendwie Zug gerade vor der Nase abgefahren oder so. Irgendwie hat dann gerade die erste Session quasi verpasst gehabt. Wenn es ums neue Arbeitsgerät geht, wird ein bisschen drin reingerutscht und dann irgendwie hat es das Gefühl, blöd, Hilfe. Viel lieber in den Projekt drin, weil dann weiss ich auch genau, irgendwie so gut, okay, lass mit der Person schnell kurz reden, erkläre ihm schnell einmal und kann dann aktiv eigentlich so angehen. Es gibt natürlich dann aber auch die nonverbale Kommunikation, die ich dann nenne, also Leute, die einfach so, ja, habe etwas. Dann sage ich, ja, schaffst du damit? Ja, ich muss das sagen, weil ich, wenn ich sage nein oder so, dann kommen oft mal 100 Leute auf mich zu und dann wollen sie sagen, so, du musst damit schaffen. Gibt es auch, habe ich auch schon gehabt. Resignierte Leute, die dann auch sagen, ich bin digital unterwegs, wunderbar, ich docke einfach das Tablet nicht mehr aus von meinem Bildschirm, es funktioniert alles wunderbar. Ja. Gibt es auch. Es gibt aber auch die junge Dame, kurz ab der Lehre, wo man denkt, so, die ist doch schon digital unterwegs und Knopfdruck und allem drum und dran, die ist doch mit dem schon in der Wiege innen gross geworden, läuft mit dem Notizblock umeinander. Darf man nicht verübeln. Es kommt halt irgendwann der Zeitpunkt oder so, wo sie wirklich mit dem Mittel arbeiten. Ja. Aber völlig unterschiedlich genutzt. Man hat dann schnell aus Projektperspektiven aus das Gefühl gehabt, oder so etwas, ist es jetzt ein Erfolg oder ist es jetzt ein Misserfolg? Haben wir jetzt uns richtig entschieden oder haben wir uns falsch entschieden? Und lustigerweise beschäftigen wir uns in den Einführungen oftmals damit, ja, warum? Warum haben wir es jetzt gemacht? Vor allem, wenn es um emotionale Themen geht, wie ein Sendgerät oder ein Headset oder ein Telefon. Und das Warum ist sehr, sehr lustig, weil es ist relativ schnell, wird immer klar, mit was man es macht, wie man es macht und womit man es macht. Oder? Aber warum dass wir uns eigentlich auf den Weg begeben, ist dann unweigerlich in der Einführungsphase, werden wir nochmal komplett konfrontiert, weil dann ist eigentlich jeder Mitarbeiter, der oftmals damit arbeitet, geht uns klar als knallhartes Feedback. Und der Erfolgsfaktor Kommunikation, wie ich die Leute abhole, ist der dritte und letzte Punkt, wo ich gerne möchte, darauf eingehen möchte. Wir kennen jetzt alle, wenn wir spät kommunizieren oder nicht zur richtigen Zeit kommunizieren, haben wir etwas brandneues und sagen, hey, look, jetzt müsstest du damit arbeiten im Fall, jetzt müsstest du damit testen. Und wir kriegen so ein bisschen die Haltung so, ja, ich habe das E-Mail gesehen, noch nicht gelesen, aber ich mache es dann noch irgendwann im Verlauf der Woche. Nein. Wir sind alle ein bisschen beschäftigt, um mit solchen neuen Themen umzugehen. Kommunikation ist sehr, sehr wichtig im Projekt und dass man sie möglichst schnell abholt. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man auf persönliche Kommunikation auch dort Wert legen. Das heisst nicht anonymisiert, ich habe ein E-Mail gemacht, das muss jetzt ankommen sein, alle Mitarbeiter müssen es gelesen haben. Ich habe Fertigungshallen, wo ich Mitarbeiter drin habe, die den ganzen Tag mit Händchen arbeiten. Die lese ich keine E-Mails. Ja. Die gehen dafür aber in die Mensa, gehen zum Mittagessen und sind alle immer dort. Also probiere ich Mitarbeiter dort abzuholen. Die grössten Projekterfolge, die ich an meinem KHB Einführungen oder so etwas, sind am Mittagstisch entstanden. Klassisch. Das ist fast schon teilweise ein bisschen klischeehaft. Aber es ist Tatsache so, weil face-to-face hat man eigentlich den besten Austausch. Man muss sich nicht stundenlang überlegen, wie soll ich jetzt das E-Mail formulieren oder auf wer soll ich jetzt zugehen. Da heisst es einfach, hey, du bist doch da wegen dem Telefon. So. Ja, komm mal. Ich werde dir schnell etwas zeigen. Das adäquate Mittel können einsetzen für Kommunikation ist also sehr, sehr wichtig. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt etwas komplett Neues einführt und der Mitarbeiter gerade damit eine neue Kommunikation jetzt irgendwie dort, über den Haufen rühren, sage ich jetzt einmal einmal, sondern wir probieren, dass wir Kommunikation mit den Mitteln, die heute etabliert sind, optimal eigentlich nutzen können. Wir selber haben sehr gute und positive auch Erfahrungen gemacht, im Projektteam können mit Teams auch zu arbeiten. Hat der eine Vorteil, vorher haben wir sehr viele E-Mails geschrieben, teilweise E-Mails schon als Chat-Funktion irgendwie missbraucht, hast du schon erledigt, Fragezeichen, E-Mail weg.
Am Ende des Tages haben wir alle 200 E-Mails in unserer Inbox drin. Wir mussten davon Tätigkeiten, Arbeitsschritte und Kommunikation zusammenlegen. Und Microsoft Teams hat uns dann auch die Möglichkeit auch gegeben, im Team, im Projektteam auch sehr effizienter auch vorwärts gehen und zu arbeiten. Mitarbeiter hole ich vielleicht aber nicht mit Teams ab. Ich kann nicht oftmals Teams zur Verfügung stellen, 100 Leute irgendwie da drin zu. Ist vielleicht das falsche Mittel. Infoveranstaltungen oder so sind meistens immer gut, um auf Veränderungen frühzeitig aufmerksam machen und den Mitarbeiter auch abzuholen. Weil teilweise auch mit den Mitarbeitern Informationen kriege ich immer wieder sehr gutes Feedback. Nach dem Motto, ich würde gerne auch gerne mitschaffen dort. Ich habe gute Ideen, ich kann unterstützen. Kommunikation ist nicht immer ganz einfach zum Aufbauen. Auch da gibt es unterschiedliche Mittel. Ein einfaches Mittel oder ein bewährtes Mittel ist eigentlich, indem ich mir schnell Gedanken mache, wenn ich den Mitarbeiter abholen will, interessieren eigentlich drei Phasen. Was kommt auf mich zu? Was muss ich machen während der Umstellung? Und wie sieht es danach aus? An wer soll ich mich dann wenden, wenn die Umstellung durch ist? Wie sieht der tägliche Betrieb aus? Und da hilft es mir auch, wenn ich die unterschiedlichen Mitarbeiterprofile mal so in Persona mal durch das Modell durchfliegen, weil irgendwann sehe ich dann so, welche Massnahmen kann ich eigentlich brauchen von der Kommunikation? Wann soll ich informieren? Wie soll ich informieren? Touchpoints, wo hole ich Mitarbeiter am besten ab? Der Pause zum Beispiel, wenn wir angeordnete Pause haben oder so etwas, wahrscheinlich der beste Kommunikationsweg oder in der Mittagspause oder dann wirklich auf angeordnete Infoveranstaltungen. Eine offene Feedback-Kultur ist aber dort genauso wichtig. Das heisst, Feedback von den Mitarbeitern auch können abholen. Wenn ich informiert habe oder so etwas und Rückmeldungen retour kommen, jedes Feedback ist wertvoll, jedes Feedback ist wichtig. Und je nachdem sind es ganz, ganz einfache Sachen, wo ich nicht nur ein Schreiberchen eintragen kann oder so etwas, und das Projekt wird nachher automatisch besser durchlaufen und größere Akzeptanz auch zu finden. Und wir müssen anfangen, kontinuierlich im Verbesserungsprozess drin sein. Also nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ich bin nicht schlecht unterwegs von der Zeit. Ich würde zum Ende kommen von der Präsentation. Ich habe noch zwei Folien, die ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Die erste Folie sind Key Takeaways. Definieren Sie oder haben Sie eine klare Definition von Erfolg? Was wollen Sie mit dem Projekt erreichen? Was ist der Benefit? Was ist der Value daraus heraus? Und halten Sie sich auch daran fest. Schauen Sie, dass Sie auch immer einfache Kommunikationen nennen und auch Ihr Wording auch verwenden, was das anbelangt. Führung und Verantwortung ist beidseitig sehr, sehr wichtig. Also nicht nur vom Projektleiter aus, sondern auch vom Auftraggeber der Unternehmung. Weil dann haben wir gemeinsam Rückhalt im Projekt drin, dass wir die Projekte auch wirklich auf Erfolgskurs auch bringen können. Der Mensch bleibt der Erfolgsfaktor, ob das in der Digitalisierung drin ist oder bei allen Veränderungsprojekten oder so, die wir haben, emotionale Themen mit Austausch von gewissen Geräten oder auch Arbeitstools, die wir oft mal austauschen, die Akzeptanz des Menschen bestimmt, ob wir erfolgreich unterwegs sind oder ob wir nicht erfolgreich unterwegs sind. Und last but not least, zur richtigen Zeit auch richtig können zu informieren. Und jetzt kommen wir zu der letzten Folie, da würde ich Sie gerne mit dem Zitat von Albert Einstein können, in den Resten des Tages auch schicken. Bleiben Sie unermüdlich dran. Wir haben alle unsere Projekte auf unserer Roadmap drauf oben. Wir alle stecken jetzt mit in der Veränderung drin. Es braucht manchmal Biss und eine gewisse unermüdliche Ausdauer. Sachen vielleicht nochmal ein zweites Mal können abzuklären oder ein drittes Mal nochmal eins können hinterfragen, um zu sagen, ist es jetzt wirklich das? Erwarten wir uns aus dem genau raus den Benefit? Man muss auch den Mut haben, zwischen denen mal auch Stopp sagen und können sagen, richtig unterwegs, ein bisschen Justierung braucht es noch. Ein, zwei Schritte zurück, das Ganze nochmal betrachten im grossen Ganzen und dann nochmal richtig Gas geben. Und an dieser Stelle möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich bin auch nachher noch bei meinem Kaffee hier für Fragen und Antworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön.